zum Kitchen Talk, Tanja. Kennen wir schon eine ganze Zeit, ne, dieses Format. Das hat uns jetzt schon zweimal begleitet. Und ihr kennt das ja alle schon auch seit Jahren aus dem Fernsehen sozusagen. Das ist die Kochshow, aber mit einem besonderen Extra natürlich, ne? Genau, und wir haben auch einen ganz besonderen Gast, der uns jetzt hier führen wird. Und da bitte ich auch gleich André Karpinski zu uns auf die Bühne. Hallo André, geh zwischen uns gern. Jetzt darfst du abnehmen. Kitchen Talk, ja super. Ich habe heute Morgen einen Moment gedacht, sollst du die Kochjacke anziehen oder nennst du doch das Jackett? Ich bin dann beim Jackett geblieben. Steht dir sehr gut. Dankeschön. Aber wir haben hier noch was ganz Besonderes zu verkünden, lieber okay. André. Ah. Wir haben nämlich ein Geburtstagskind zwischen uns beiden. Na, und herzlichen Glückwunsch von uns. Ja. Ach, vielen Dank. Ja. Alles Gute, keine Umarmung. Matthias, vielen Dank, alles Gute. Hey, vielen Dank. Zum Glück ist das jetzt, da ist keiner, kommt keiner raus. Jetzt aus der, okay, wunderbar. Ja, das war heute lustig. Heute Morgen musste ich den Stepper dann auf 55 einstellen. Und der hat aber nicht gesagt, okay, dafür kriegst du 5 Minuten weniger oder so. Ach, hat nichts verändert. Nee, hat alles gleich geblieben. Wahrscheinlich hätte dich da motiviert. Ja. Vielen Dank. Ja, gerade Matthias auch schon gesehen, den erlebt ihr übrigens 15 Uhr dann zur Verkostung der Schokolade. Okay. Ne? Genau. Und vielleicht, André, bevor wir einsteigen, damit du auch mal weißt, was genau ist jetzt der Rahmen für den Kitchen Talk, eigentlich geht ja dann noch ein Stück weiter. Wir haben nämlich die Initiatoren auch vom Meet the Change heute hier zum Teil direkt auf der Bühne. Ah, okay, ja. Und wir wollen eigentlich nachher mal gucken, was ist im letzten halben Jahr auch aus diesen Impulsen geworden, was daraus passiert. Und wir wissen ja alle irgendwie, ich sag mal, Köche sind auch Philosophen oder beim Kochen kann man einfach super brainstormen. Und deswegen haben wir gedacht, das passt so, wenn wir zusammen das auch machen. Deswegen laden wir dich gleich, nachdem du natürlich von dir erzählst, auch herzlich ein, einfach auch mit uns dann zu reden. Wenn ja, super, wir noch spielen wir uns die Bälle zu. Machen wir gerne. Perfekt. Ja, gerne, super. Genau, und André, wir kennen uns ja auch schon ein Weilchen. Du bist auch im Rheinland ganz recht bekannt, auch für deine kreativen Konzepte und Lösungen. Ja. Also für alles hast du immer was in petto. Und auch hier in dieser Situation warst du ganz besonders kreativ. Ne? Das stimmt. Ja, also für mich muss ich jetzt einmal sagen, du hast es ja schon angekündigt, wir werden ja gleich einen gemeinsamen Genussmoment hier teilen. Für mich ist das in zweifacher Art ein besonderer Genussmoment, weil es ist für mich ein Genuss, jetzt mal wieder unter die Leute zu kommen als Event-Caterer, weil wir kommen nicht so oft unter die Leute. Und wenn ich jetzt auch noch den Menschen was zu essen mitbringen darf, ist das noch viel besser. Darum ist das für mich heute toll, dass wir diesen Genussmoment teilen. Ansonsten, wie du gesagt hast, wir machen uns seit fast 30 Jahren Gedanken um die Bedürfnisse unserer Kunden. Und wir versuchen jedes Catering den Bedarf anzupassen, der Kundensituation. Und die Bedürfnisse unserer Kunden haben sich absolut gewandelt. Seit dem 15.03. diesen Jahres ist alles ins Netz gewandert. Es gibt digitale Konferenzen, es gibt Zoom, es gibt digitale Veranstaltungen, es gibt Hybridveranstaltungen. Das Hybrid, was nicht mit dem Auto zu tun hat, sondern auch mit Event- und Live-Kommunikation, habe ich jetzt erst gelernt. Aber für all diese Fälle dieses neuen Formates haben wir uns überlegt, was verbindet die Menschen mehr als eine gemeinsame Mahlzeit? Das ist so geblieben und deshalb bundesweit, europaweit, alle zur gleichen Zeit die gleiche Box aufgemacht und alle haben das gleiche Erlebnis. Das sind die Genussmomente und da finde ich toll, da finde ich froh, dass ich die heute hier so zeigen darf. Aber du hast ja mir beim Reden und Kochen zugeschaut, darum hast du ein kleines Video mitgebracht, habe ich mir sagen lassen. Dann spiel das doch mal ab, dann brauche ich selber nicht so viel zu erzählen. Durch die besondere Situation, die wir momentan alle teilen, mussten wir uns auch zum Thema Digitalisierung etwas einfallen lassen. Alles findet in digitalen Videokonferenzen statt und unsere kulinarische Entsprechung dazu ist ein gemeinsamer Genussmoment. Und dazu hat die Romina unten in der Küche schon was vorbereitet und da gehen wir zusammen jetzt gleich mal hin. Die Romina, unser Lehrling. Haben wir schon mindestens zweites Lehrjahr, oder? Bei der Fertigkeit? Ja, wenn wir die 100. Hallo Romina. Hallo. Das ist Romina, die ist gerade dabei, unseren gegrillten Salat vorzubereiten, der nachher hier in diesem Wegglas landen wird. Eingebäckt, versandbereit für unsere Genussmomente. Mit unseren Genussboxen geben wir Menschen, die bei einer digitalen Veranstaltung bundesweit verteilt im Homeoffice daran teilnehmen, geben wir durch eine Box einen gemeinsamen Genussmoment. Alle öffnen zur gleichen Zeit die gleiche Box, bekommen in einem Videoclip kurz erklärt, wie sie mit der Box zu verfahren haben und genießen dann. Es gibt tolle Bilder, alle, wie sie in die Kamera ihren Genussmoment halten. Das ist etwas, was die Menschen verbindet, auch in digitalen Zeiten. Oh.
Kreuzaromen. Mhm. Wie hier ist dein Mann. Alles in der Woche. Ah, genau. Hier sind zwei Beispiele für unsere Genussmomente. Hier ist die Frühstücksabteilung. Haben wir uns überlegt, am besten alles vegan. Selbst die Leberwurst, da freut sich das Schwein, dann ist es nicht drin. Eine veganer Brotaufstrich schmeckt wie Leberwurst, ist mit einem kleinen Knäcke-Crunch zu essen. Das ist 100% Roggen und auch Bio-Knäcke. Hier ist like Joghurt, es ist nicht Joghurt, aber es schmeckt wie Joghurt, ist aber noch ein bisschen Vanille mit drin. Kann mit unserem hausgerösteten Granola kombiniert werden. Und für die Pause zwischendurch Brain Food, Energy Balls mit Aprikosen und Nüssen. Das ist so die Frühstücksecke. Hier sind wir dann so eher in der Lunch-Abteilung. Da gibt es einen gegrillten Salat. Der gegrillte Salat ist durch die Pfanne gewandert, so wie die Romina das eben gemacht hat. Dazu kommt ein Pesto von Sonnentomaten. Die Sonnentomaten, davon ist so viel im Glas, das reicht auch noch für die Pasta zu Hause am Abend. Obendrauf Brotcroutons, damit macht man den gegrillten Salat so fast zu einem italienischen Brotsalat. Hier bei dem veganen Curry, die Hauptspeise, das muss nur 10 Minuten ins Wasserbad, dann ist es erstmal fertig. Wir haben extra so viel Platz im Glas gelassen, dass man jetzt selber entscheiden kann, soll das vegane Curry vegan bleiben. Dann kommt der geräucherte Tofu dazu. Wenn Sie lieber was mit Hühnchen haben wollen, dann gibt es einen Hühnchen-Aprikosen-Relish, was dann der Ergänzung ist fürs Curry und als Löffelersatz geräuchertes Maisbrot. Ja, und dann gibt es auch noch die digitale Kaffeepause. Die kann man immer genießen. Die kann auch einfach nur eine Aufmerksamkeit sein, die das Unternehmen ihren Gästen und ihren Kunden schickt. Die können sie aufmachen, wann sie wollen. Ich hoffe, das hat Ihnen Appetit gemacht auf einen gemeinsamen Genussmoment. Vielleicht mit der Kaiserschulze und mit Ihnen. Ja, Tanja, das hätte ich nicht besser sagen können. Ne? Genau. Okay. Das alter Ego. Und ihr seid euch einig, aber zumindest gut eher, oder? Alles okay. Doch schon mal perfekt. Also, eine Sache muss man vielleicht auch noch sagen. Ich finde, das ist irgendwie so ein bisschen die Mission insgesamt, ist die, dass der Markt ist groß genug für alle. Und eigentlich muss jeder Caterer sich auch was überlegen zu diesem Format, weil es geht darum, man muss die Kunden davon überzeugen, wir alle müssen unsere Kunden davon überzeugen, dass zu einer digitalen Live-Kommunikation auch ein Genussmoment dazugehört. Der muss ja nicht immer von der Kaiserschote kommen, wir machen uns bestimmt gute Gedanken darum, aber warum, das muss nur jeder immer in seine Kommunikation aufnehmen und er sollte nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, ach, wann kommen endlich die Live-Events wieder. Jeder sollte sich was überlegen, um mit seinen Kunden in Kontakt zu bleiben. Und ich fordere wirklich alle Caterer auf, macht euch Gedanken, sonst ruft uns an. Wir können auch miteinander kooperieren. Ich finde, das ist ganz wichtig, dass die Branche irgendwo das Signal aussendet, hey, wir sind innovativ, wir machen uns Gedanken und wir müssen bei dem Kunden den Bedarf erzeugen, dass Genussmomente in Form von Essen für digitale Veranstaltungen, das muss selbstverständlich werden. Das finde ich auch total wichtig. Das finde ich sehr, sehr toll. Also sehr sympathisch natürlich vor allem schon mal, aber auch, ich habe das auch schon öfter gehört, vielleicht sind die Leute, die sich mit Essen beschäftigen, wirklich näher an der Seele des Menschen, wo die immer sagen, hey, es ist genug für alle da, lass uns doch diesen Markt bereiten, ne? Statt dieses, die machen dies und die sind so, finde ich ganz, ganz, ganz toll, ne? Weil das ist genau das, wo wir hingehen müssen. Ich glaube, da haben wir Deutschen auch ein bisschen Nachholbedarf, wir reden gern von Synergie, aber wir wollen dann doch das Kleine machen, deswegen glaube ich, der Aufruf. Und gerade Essen, da geht es ja um Saisonalität, um Lokales. Ja. Ich kann doch nicht so authentisch im Schwabenland eine Maultasche machen wie ein Schwabe. Machen wir auch, aber eine schwäbische Maultasche passt eher dahin. Genau. Darum, der Markt ist wirklich groß genug für alle. Ne? Ja. Super. Sag mal, du machst auch digitale Kochshows, ne? Ja, habt ihr irgendwann gehört, du hast so den Vorstand zum Kochen gebracht. Machen manche Mitarbeiter auch, aber auf eine andere Art und Weise. Wie war das denn? Ja, stimmt. Das sind ja die zwei Schienen der Genussmomente. Das eine ist eben die Box, in der das Essen fertig drin ist. Du machst sie auf, nimmst zwei Komponenten, isst sie, wie wir das gleich machen. Und dann gibt es eben die frische Box, da wird frisches Essen verschickt. Aber es sind vollkommen zu 100% durch choreografierte Genuss-Happenings, weil damit jetzt keiner abspringt, es sind dann zwei Gänge oder drei Gänge, es kann ein Gang sein, der ist schon vorbereitet, ein Gang wird gemeinsam gekocht, je nachdem, wie viel Zeit der Kunde hat. Und somit hast du dann tatsächlich mich und meine Assistenten, wenn wir dann auf der Bühne mit dem Chef kochen, sind wir eigentlich so, wir kochen mit dem Mund und die Chefs, die CROs, die sind dann unsere Hände und dadurch kommen die auch in direkten Kontakt mit ihren Zuschauern. Und wir haben das erlebt für, ich darf das sagen, weil es so gut gelaufen, Novartis. Die haben einen zweiten Kanal, die Zuschauer, aufgemacht. Die haben mit ihren Handys ihr Essen fotografiert, haben sich das gegenseitig zugeschickt. Die Regie hat das mitbekommen, haben die ganzen bunten, kachelförmigen Bilder dann eingeblendet. Also das ist wirklich ein Teambuilding, auch wenn man nicht zusammen ist. Ja, absolut. Ganz kurz, ihr beiden. Ja. Ich glaube nämlich, einige haben Hunger. Ach so, wir haben nämlich auch, genau. Wir haben nämlich auch wir Boxen machen, verschickt. Wir machen die Box auf. Wir haben nämlich auch einige, jetzt, die uns hier im Stream folgen, die auch Boxen vor sich haben. Okay. Und damit ihr mal wisst, was ihr jetzt da eigentlich bekommt. Ich habe nämlich auch Hunger. Dann öffnen wir jetzt gemeinsam die Box. Also die Box ist schon auf.
Ein bisschen Werbematerial war nicht vermeidbar, das lege ich mal hier weg. Hier habt ihr eure Speisekarte. Ihr seht übrigens da unten der QR-Code. Wenn ihr mit eurem Handy da drauf geht, dann kriegt ihr auch noch mal ein paar Informationen zu den einzelnen Gerichten. Jetzt, ganz wichtig, hier in diesem Tütchen findet ihr euer Werkzeug. Mhm. Also für danach die Serviette und für davor die Gabel. So, das ist die Gabel und die Serviette. Dann, ich glaube, das hier ist sowas, das ist eine Pâté, unsere weihnachtliche Pâté. Die weihnachtliche Pâté ist auch vegan, da freut sich das Schwein, dann ist es nicht drin. Es steht aber drauf, Christmas in a Box, denn wenn ihr heute Abend beim Rotwein diese Pâté esst, werdet ihr euch überlegen, stimmt, eine gute Idee, eine Aufmerksamkeit für Geschäftskunden, denen wir als Menschen sagen wollen, ihr seid uns wichtig, den schicken wir demnächst eine Genussbox, darum ist das hier zum Mitnehmen. Aber zum Jetzt-Essen unser Maronenkürbissalat, da ist er. Ein Zweikomponentensalat, es gibt die auch als drei Komponenten, das sind zwei. Also ihr macht als erstes einfach nur das Etikett ab und damit befreit ihr auch hier das Tütchen mit dem Cracker-Crunch von seinem Klebeband. Dann habt ihr hier das Tütchen, da sind drin geröstete Roggenbrotwürfelchen, da sind Blüten von der Kitzbühelmalm drin und geröstet karamellisierte Walnüsse. Die passen sehr gut zu unserem Maronenkürbissalat. Der Maronenkürbissalat, der ist durch die Pfanne gewandert, der wird gebraten, damit die Aromen auch wirklich im Glas bleiben. Das Besondere an den Genussmomenten und an den Salaten ist, die Salate reifen im Glas wie so ein guter Rotwein. Das heißt, in einer Woche schmeckt der noch besser als jetzt. Könnt ihr ausprobieren. Also der nächste Schritt ist einfach nur die Klammern aufmachen und jetzt kommt Frische zum Hören. Achtung, das Plopp, ja. Genau, da wisst ihr, da war das Vakuum noch drin, haben wir letzte Woche für euch eingeweckt. Deckel auf, den Crunch obendrauf. So. Und jetzt ist das Ganze auch schon verzehrbereit. Also kann ich jetzt sagen, Tanja, toll. Gut, ach, du hast gar nicht mitgemacht. Ich dachte, ich muss hier im Moment reden, aber... Ah, okay, genau. Also ich probiere jetzt mal, damit ihr mir sagen könnt, es schmeckt. Mhm. Und ich mache den Proof of Concept. Ich gucke dann, ob ich das auch alleine hinkriege, denn du sagst, das ist alles choreografiert. Sonst guckst du dir das Video an. Genau. Das wäre vielleicht auch noch was Besonderes. Zu jedem dieser Gerichte gibt es immer, entweder als Livestream oder als QR-Code auf der Speisekarte, eine kleine Mini-Kochshow. Somit sind die Genussmomente für digitales Zusammensein auch die Kochbox mit der Mini-Kochshow dabei. Auch das ist möglich. Die kann auch individualisiert werden. Du kannst das Ganze dann auch noch auf den Kunden abstimmen. Wir sind jetzt gerade mit Google dabei, dass wir einen Google-inszenierten Genussmoment machen. Also kann man auch als White-Label-Lösung organisieren. Alles geht. Guten Appetit erstmal. Also soweit. Sehr, sehr lecker. Ich habe schon mal eins probiert. Eine Sache für die Gäste im Stream, die eine Box bestellt haben. Da ist noch Schokolade drin. Die bitte noch nicht essen. Die wollen wir dann 15 Uhr mit euch verzehren oder verkosten. Übrigens, wenn ihr keine Schokolade bekommen habt, dann könnt ihr auch gerne eigene Schokolade dazulegen. Das wollte ich nur noch mal sagen. Also sehr lecker, André. Wir haben nämlich keine eigene Pause, sondern das ist jetzt die Pause. Wir reden nebenher ein bisschen. Ne, das ist so deswegen so Küchentalk, so. Also ganz unkompliziert. Ihr könnt dabei essen, ihr könnt dabei trinken und wir plauschen einfach noch ein bisschen mit André, um zu hören, was ihr euch da so alles gedacht habt oder was ihr so plant. Du wolltest doch noch was sagen über Meet the Change. Was hat denn jetzt Meet the Change und Panels und Bosshorst, was hat das alles miteinander zu tun? Wolltest du was zum Erzählen? Ja, wir haben eine ganz großartige Veranstaltung durchgeführt. Ja. Ne, im August, wo wir zeigen wollten, wie Veranstaltungen stattfinden können und vor allem Mut machen wollten. Bevor wir aber hier die Protagonistin noch mit dazu holen, wollte ich dich einfach doch noch mal ein, zwei Fragen stellen, weil so schnell lassen wir dich nämlich hier nicht weg. Wir wollten nämlich noch fragen, du hast ja am 28.10. planst du noch ein ganz großes Projekt. Ja. Das hat mich so fasziniert. Ne? Sag doch mal bitte noch mal was dazu. Da geht es darum, dass einer, der auf dem Wettlauf um das erste Mittel gegen Corona, ein Pharmaunternehmen, ein großes, hat entschieden, zu dem ersten Moment, wo sie bei uns angefragt haben, waren das 800 Mitarbeiter, jetzt sind es 1500 Mitarbeiter. Und die haben entschieden, jeder unserer Mitarbeiter darf sich entweder eine 1er, eine 2er, eine 3er oder eine 4er Box bestellen mit
Gängen für drei Zutaten drin. Daraus ist geworden, dass wir jetzt für ungefähr 4.800 Personen ein digitales, inszeniertes Koch-Happening. 4.800 Personen, alle in Deutschland? Das sind alle in Deutschland, genau. Ja. Wir haben das so organisiert, es sind zwei Filialen, eine in Mainz und eine in Oberstein. Mhm. Da fahren wir zentral in das Unternehmen die Boxen hin, damit sich die Mitarbeiter die von der Arbeit aus mit nach Hause nehmen können. Die anderen, ich glaube 400 Boxen, werden alle ganz normal versendet mit Wunschzustellungstag und mit Express. Mhm. Und dann sind die Boxen gekühlt, da sind nachhaltige Kühlakkus drin. Also alles sowieso, was wir machen, ist nachhaltig. Selbst die Flocken hier, die sind aus Stärke und die sind nicht aus Plastik. So, und dann wird es dann so sein, dass dann der Vorstand dieses Pharmaunternehmens wird dann die Box mit uns öffnen. Wir werden erklären, was ist damit zu tun. Und alle 4.600 Mitarbeiter werden dann deutschlandweit mit uns gemeinsam kochen. Wow. Ist das, Ablaufproben natürlich, Choreografien, Lebensmittelunverträglichkeiten. Wir haben das so organisiert, dass zu jedem Gericht auch dann erklärt wird, wenn Sie laktoseintolerant sind, dann kaufen Sie sich anstatt der Sahne schnell noch einen Becher laktosefreie Sahne. Ja. Also es ist wirklich an alles gedacht, Lebensmittelunverträglichkeiten auch. Und das ist ein großes Ding für uns, freuen wir uns drauf, sind wir schon echt ein bisschen nervös, aber haben wir, glaube ich, gut im Griff. Toll, toll, das klingt richtig, richtig spannend. Ja, und das Ökosystem drumherum, also das ist ja weit über eigentlich an Essen und Ernährung hinweg gedacht, wirklich sehr ganzheitlich, ja, echt krass. Nur ganz kurz vielleicht, weil du schon weihnachtlich gesagt hattest, da ist ja jetzt schon, die ersten Aromen kommen schon, ja. Gibt es da für euch nochmal auch spezielle Dinge, die ihr Weihnachten plant, anders macht irgendwie? Stimmt. Yeah. Wir sind jetzt dabei, so Schritt für Schritt alle Kollektionen aus unserer Event-Catering-Kollektion, da gibt es ja auch saisonal, lokal, Fusion Kitchen, Mood Food und eben auch die Weihnachtskollektion. Und wir haben jetzt gerade unsere Weihnachtskollektion fertig für Christmas in a Box. Und da kannst du eben genauso, ich habe ja gesagt, hier diese kleine Pastete, ist ja nur der Starter. Und danach gibt es die ganz im Glas natürlich. Wir haben alle Gerichte, die wir so überlegt haben, die für diese Zeit wichtig sind, haben wir übersetzt in eingewecktes Essen. Auch wieder mit einem kleinen Videoclip. Ist fertig. Wen es interessiert, schicken wir euch gerne die Infos über unsere Weihnachtskollektion für Christmas in a Box. Ja, nicht nur an uns, sondern wir verteilen die natürlich. Ja, jeder, der sie haben will, genau. Ja. Ja, dann hattest du ja eine Frage gestellt, was wir gemacht haben im August. Ja, das ist ja auch krass, wir kennen uns ja schon was länger, was bei dir alles sich so entwickelt hat. Ne? Also wirklich Wahnsinn, was das für Projekte sind. Ich bewundere, dass du so viele Menschen immer so auf die Reihe kriegst, wenn du mich siehst, sag meinen Namen. Wir haben auch so tolle Partner, muss ich dazu sagen. Okay, ja. Ne? Und wir merken ja auch, dass wir komplett im Wandel sind und wir wollten hier einfach auch zeigen, wie man die Krise als Chance verstehen kann. Und bevor ich zu viel rede, habe ich übrigens auch einen Film vorbereitet und würde einfach sagen, auch Film ab, bevor wir da doch jemand auf die Bühne holen.